kein Spiel ist aktuell so im Hype wie Hogwarts Legacy und natürlich wollte auch ich unbedingt mal ein Video dazu machen. Es gibt da nur zwei kleine Probleme. Erstens will ich nicht wie Gronkh komplett unnötig gecancelt werden und zweitens ist das hier immer noch ein Minecraft-Kanal. Umso glücklicher war ich, als ich letztens auf eine Map gestoßen bin, die ein komplettes Harry Potter RPG in das Spiel hinzufügt. Hierbei starten wir als neuer Schüler in Hogwarts, müssen Zaubersprüche lernen, Geheimnisse erkunden und viele, viele andere Quests lösen. In diesem Video habe ich die wirklich extrem krasse Map für euch das erste Mal angezockt und zeige euch, was ich dabei so erlebt habe. Wenn euch die Idee gefällt, könnt ihr sehr gerne jetzt schon mal ein Like und ein Abo dalassen und auch unbedingt mal kommentieren, welcher Harry Potter Teil euer Favorit ist oder ob euch das Ganze gar nicht interessiert. So, jetzt aber genug gelabert, viel Spaß bei meinem ersten Tag als Zauberer. Yo, das ist Hogwarts! Press F to begin. Das mach mal, ich bin bereit. Yo, und wir starten mit so einer Animation rein. Das ist eine Eule. Wie cool sieht das aus? Okay, also die Eule fliegt ein bisschen. Wo fliegt sie hin? Niemand weiß es. Oh, sie hat einen Brief abgeworfen. Ist das ein Liebesbrief? Bekomme ich endlich eine Freundin? Okay, wir sind in unserem Haus. Und wie es aussieht, leben wir nicht unter der Treppe. Was ein Upgrade. Können wir F3 drücken? Okay, wir sehen ganz normal aus. Schade, ich dachte, wir hätten so eine Brille auf. Also wir haben hier so ein schönes Bett und ein paar Bücher, als ob ich die jemals lesen würde. Oh, ein Schachbrett. Okay, also in unserem Zimmer habe ich jetzt, glaube ich, eigentlich alles erkundet. Und links unten haben wir eine Aufgabe auch direkt. Also scheinbar muss man hier so verschiedene Quests machen. Und das erste ist, dass wir den Brief, den die Eule gerade abgeworfen hat, uns erstmal anschauen müssen. Ja gut, dann geht's raus und ich bin eigentlich bereit. Wir haben hier eine Leiter, die können wir hochklettern und dann kommen wir hier auf den Dachboden. Freunde, ihr kennt mich. Natürlich muss ich hier erstmal alles erkunden. Hier ist auch wieder ein Schachbrett. Also ich sehe keine Items, die wir irgendwie einsammeln können. Aber ich sehe eine Map, die bis jetzt wirklich extrem cool aussieht. Und ich würde sagen, wir gehen mal die Treppe runter. Wo wohnen wir denn eigentlich? Sind wir bei den Dursleys oder wie auch immer die heißen? Oh! Hier hat Harry Potter mal gelebt. Das ist ja wirklich klein. Trotzdem in München dafür 800 Euro warm. Wir haben hier eine sehr schöne Küche, dann haben wir hier sogar so einen Garten. Wir sind ja voll die reiche Familie. Ja gut, das können wir später erkunden. Wir müssen uns erstmal den Brief anschauen. Die Post war da. Ich warte die ganze Zeit auf mein Paket und jetzt wurde es beim Nachbarn abgegeben. Und dieser Nachbar wohnt 2 Kilometer entfernt. Was ist mit der Post los? Okay, genug Spaß gemacht. Wir schauen uns den Brief an. Aus Hogwarts. Yo. Wir sind sehr froh, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Zauberei und Hexerei angenommen wurden. Im Anhang haben wir scheinbar eine Liste mit allen Büchern und Equipment, was wir so brauchen. Und am 1. September geht's los und da müssen wir sein. Ich denke, das kriegen wir hin. Yo, wir haben angenommen. Wir sind bald Schüler in Hogwarts. Und ich dachte, ich hätte die Schulzeit langsam hinter mir. Okay, also erstmal müssen wir natürlich alles kaufen und das in Diagon Alley in London. Also ich glaube, das ist die Winkelgasse übersetzt. Wir haben unseren Brief aus Hogwarts. Wir haben unsere Liste, was wir alles kaufen müssen und 7 Tickets für den Hogwarts Express. Ich hoffe, der fährt besser als die Deutsche Bahn. Okay, okay. Also ich habe jetzt dieses Paket aus meinem Inventar auf den Boden geworfen und ich dachte eigentlich, wir müssen das jetzt erstmal öffnen. Okay, wir müssen hier irgendwie einen Weg suchen, um nach London zu kommen. Na gut, das ist schwer, weil ich bin keine Ahnung wie alt, vielleicht 12 Jahre alt. Aus irgendeinem Grund lebe ich in diesem Haus und das ohne meine Eltern oder so. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin und wie ich von hier nach London komme. Hallo? Nimmt mich irgendjemand mit nach London? Da vorne ist ein Bus. Das ist doch perfekt. Also ich dachte eigentlich, jetzt kommt Hagrid und nimmt uns mit auf seinen coolen Motorrad. Aber naja, dann fahren wir halt Bus. Kollege, es geht. Was machst du so ein langes Gesicht. Yo, er hat sogar Animation. Der blinzelt. Wie cool. Also, Typ von Flixbus, ich würde einmal gerne nach London. Yo, er heißt Stan Shunpeak und wird mich nach London bringen. Korrekt. Aber warum heißt das Ganze eigentlich Ritterbus und nicht Flixbus? Okay, er hat selber keinen Plan. Ja gut, wir wollen gerne in die Winkelgasse. Das ist in London. Also, Kollege, bitte nimm uns mit. Yo, der Bus fährt los und er hat nicht mal mein Ticket kontrolliert. Was ein Loser. Okay, wir sind da. Danke, Bro. Aus Fortnite haben wir gelernt, man muss sich immer beim Busfahrer bedanken. Okay, wir müssen jetzt in den Leaky Cauldron, also der tropfende Kessel oder so. Ich kenne mich echt wenig mit Harry Potter aus, es tut mir leid. Okay, ist es das hier? Hey ho, was geht? Ich muss in die Winkelgasse. Harry Potter? Du hast dich ganz schön verändert. Yo, du siehst aus wie der Barkeeper. Kannst du mir vielleicht erzählen, wie ich in die Winkelgasse komme? Okay, wir müssen den richtigen Ziegelstein von der Wand antippen, wie im richtigen Harry Potter. Ja gut, okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Da müssen wir jetzt erstmal hier irgendwie rauskommen.
mein alter Kollege, komm, wir machen unseren Check. Links, rechts, unten, oben, Pommes. Kannst du mir irgendwie helfen, meine Schulsachen zu sammeln, du gruseliger alter Mann? Okay, also wir müssen einfach nur irgendeinen Ziegelstein berühren und dann sollen wir erstmal in die Bank gehen und uns ein bisschen Cash holen. Und welchen Stein muss ich jetzt antippen? Oh, okay, jetzt bin ich gespannt. Boah, es bewegt sich. Das ist so cool. Das ist ja so cool gemacht. Wie gut ist das animiert? Hagrid, die Winkelgasse, komm mit. Yo. Ey, und dann immer diese Animation dazwischen. Wie nice. Ich fühle mich wie Harry Potter. Und das ist die Bank. Da müssen wir hin, weil wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Ich habe ein bisschen Hunger. Wir müssen zur Bank. Oh, und jetzt steht rechts sogar, dass es hier so Kisten in der Nähe gibt und wir immer mal looten können. Ich glaube, bis jetzt ging das nicht. Und mit L können wir immer noch mehr Tipps öffnen. Ey, das ist wirklich so nice. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr für ein Typ in solchen Story-Games seid. Lootet ihr wirklich jede Ecke und nehmt alles mit oder macht ihr es wie ich und spielt einfach nur straight die Story durch? Da ist sie. Gringotts Zaubererbank. Hallo. Okay, man sagt, Gringotts Bank ist der sicherste Platz der Erde, aber auf jeden Fall nicht der freundlichste. Aber dafür sieht sie sehr krass aus. Warum seid ihr alle so klein? Kannst du mir vielleicht helfen? Ich brauche ein bisschen Cash. Oh, 250. Wir sind reich. Okay, und jetzt haben wir drei Aufgaben an der Seite. Und zuerst brauchen wir natürlich einen guten Zauberstab. Das ist doch klar. Außerdem müssen wir Schulbücher kaufen und eine Schuluniform. Okay, kriegen wir hin. Oh, es geht rein zu Ollivander. Hey, alter Freund, was geht? Ich möchte gerne einen Zauberstab kaufen. Oh nee, man sagt ja immer, dass der Zauberstab sich den Zauberer aussieht. Und so wie ich meine Wirkung auf andere kenne, besteht meiner bestimmt aus Birkengeholz. Okay, es gibt drei grüne Boxen und die müssen wir ausprobieren. Okay, ich denke, die finden wir. Eine Lootkiste. Wir klauen dem alten Kollegen direkt mal drei Münzen. Okay, das hier ist der erste Zauberstab. Den haben wir gefunden. Wir müssen insgesamt drei finden und dann schauen wir mal. Yo, da ist er, der zweite Zauberstab. Und irgendwo hier müsste noch der dritte sein. Und da ist er, dritter Zauberstab. Oh mein Gott, das war ein Spaß. Und er wirklich so, hier probiert zuerst mal den aus. Ein Zauberstab aus Birkenholz. Aber der war scheinbar nicht, zum Glück. Der zweite ist aus Ivy, ich weiß nicht, was das bedeutet. Aber auch der passt scheinbar nicht. Okay, jetzt hat er's, sagt er. Oh, was ein Zufall. Ein Zauberstab mit einer Phönixfeder. Ja, und jetzt haben wir den Kollegen, oder? Nee, wir müssen den erstmal kaufen. Nee, wir haben einen Zauberstab. Der sieht schon in Ordnung aus. Wie können wir damit was benutzen? Wir können zaubern. Los, Lingardium Leviosa. Okay, wir haben bis jetzt nur den Zauberspruch und der macht irgendwie gar nichts. Ich glaube, wir müssen die anderen erstmal lernen. Aber cool, wir haben einen Zauberspruch. Als nächstes müssen wir Schulbücher kaufen und dafür geht's erstmal zu Flourish und Platz. Ja, da sind wir. Hi, ich brauche Schulbücher. Was ist denn da los? Warum ist das so teuer? Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Da kommen wir natürlich direkt rein. Ja, 15 Münzen. Ey, wir sind stinkreich. Ist es nicht so, dass wir die ausleihen und am Ende des Jahres zurückgeben und nur wenn wir aus Versehen Wasser drüber schütten, dann müssen wir sie bezahlen? Let's go. Hallo. Ich brauche einen richtig dicken Drip, bitte. Ja gut, kaufen wir. Wie teuer ist das Ding? Was ist denn hier los? 50 Münzen. Ja, machen wir. Boah, ein Hut. Ich brauche einen Hut. Ja, eine Hose wäre vielleicht auch ganz gut. Ich würde sagen, wir nehmen die mit einem Gürtel. Auch wenn die 5 Münzen teurer ist als die mit Hosenträgern. Okay, aktuell sehen wir noch normal aus. Jetzt müssen wir in unser Inventar gehen. Und dann haben wir hier das Zeug. Und wie können wir das jetzt ausrüsten? Ja, equip. Oh mein Gott, Freunde, seid ihr bereit? Wie sehe ich aus als als Hogwarts-Student? Es geht raus und ich hoffe, wir kommen gleich nach Hogwarts. Ich will die Schule sehen, yo. So, Hagrid-Kollege. Hab alles erledigt. Er sagt, geh weiter, wir sehen uns in Hogwarts. Ja, wie komme ich da hin? Ich denke, ich werde gar nicht für verrückt behandelt, wenn ich so jetzt auf die öffentlichen Straßen in London gehe. Oh, jetzt müssen wir zum Bahnhof und durch den Stein rennen. Okay, ich glaube, das hier ist der Eingang. Jo, was geht? Ich glaube, das ist nicht der Eingang. Ich glaube, wir sind falsch. Da ist er, Freunde. Der Frankfurter Bahnhof. Nein, Kollege, ich habe kein Kleingeld für dich. Okay, wir müssen jetzt irgendwie auf die Plattform 9¾. Hallo, komische Frau. Ich habe eine richtig dumme Frage. Wie komme ich denn zum Gleis 9¾? Bist du verrückt? Du willst, dass ich durch den Pfeiler renne? Okay, wir haben Gleis 9 und Gleis 10. Hör nicht mal auf. Aufhören, mich alle so anzuschauen. Der Druck ist groß. Einmal tief durchatmen und rennen.
Jo, es hat funktioniert. Hey, ich bin neu hier. Kannst du mir vielleicht helfen? Neville Longbottom, der Main Character aus Harry Potter. Jo, und der Kollege war so dumm und hat seinen Umhang verloren. Und wenn wir ihm helfen, den zu finden, können wir ihn direkt einfach 100 Dollar abziehen. Beziehungsweise 100 Münzen, das machen wir. Oh mein Gott, ist das Draco Malfoy? Ich hasse dich. Hallo, ich suche einen Umhang. Oh, er sagt, auf dem Zug drauf könnten wir was finden. Wir müssen irgendwie auf den Zug. Zumindest kam mir das gerade so rüber. Also vor. Und auf den Zug drauf. Ein Frosch. Oh mein Gott, ich bin so blöd. Wie konnte ich eine 1 in meinem Englisch-Abi haben? Toad heißt nicht Umhang. Toad heißt Kröte. Und wir haben keinen Umhang gesucht, sondern eine Kröte. Okay, das war dumm. Neville, ich hab deine Kröte. Wir sind jetzt reich. Danke, Neville. Ich glaube, wir könnten Freunde sein. So, jetzt geht's aber erstmal in den Hogwarts Express. Hallo, Herr Schaffner. Ich habe 7 Fahrkarten. Okay, perfekt. Wir müssen jetzt in den Zug und irgendwo einen freien Platz finden. Das sieht doch gut aus. Und wir fahren los. Chuchu, der Zug kennt keine Bremsen. So, wir müssen mit Hagrid sprechen, weil ich bin vollkommen lost. Hallo, Hagrid. Kannst du mir vielleicht helfen? Okay, wir müssen Hagrid folgen, weil, ja, wir sind Erstis. Ja, aber er läuft stabil. Oh, ist das schön hier. Ey, danke. Danke fürs Herbringen. Es geht los, Freunde. Wir fahren Richtung Hogwarts. Und da sitzen wir, Hagrid vorne ran. Und irgendwo in einem von den Booten sitze ich drin. Und das ist es. Hogwarts. Die Schule, die komplett nichts unter Kontrolle hat und komplett eskaliert. Boah, cool. Okay, wir müssen in die Burg und Professor McGonagall finden. Professor McGonagall, wo sind sie? Dobby! Mein Löwe, mein Bär! Professor McGonagall, willkommen in Hogwarts. In ein paar Momenten gehen wir durch die Tür und sehen unsere Schulkameraden. Aber zuerst, oh, jetzt werden wir dem Haus zugeordnet. Bitte Hufflepuff, bitte Hufflepuff. Ich will nach Hufflepuff, weil da ist einfach am chilligsten. Dumbledore, mein Löwe, mein Bär. Okay, okay, wir müssen die richtigen Antworten jetzt machen. Wir müssen das wahrheitsgemäß beantworten. Okay, wie sehr möchtest du gerne in der Geschichte bekannt sein? Als der Weise, als der Gott? Als der Große oder als der Glatzköpfige? Ich weiß nicht, was Bold bedeutet, aber ich glaube, das heißt glatzköpfig, oder? Okay, was ist uns am wichtigsten? Freiheit? Individualität, Community oder Ambitionen? Boah, Individualität, glaube ich. Okay, wie nennen uns die meisten Leute? Gewöhnlich, ignorant, feige oder selbstsüchtig? Bei der Auswahl halt gewöhnlich, würde ich sagen. Okay, und was für eine Potion, also was für einen Trank würden wir am liebsten herstellen? Einer, der uns Liebe, Erfolg, Weisheit oder Kraft gibt. Natürlich Liebe. Bitte gib mir Freunde. Okay, was ist das Schwierigste für uns? Wenn wir unter Druck sind, wenn wir alleine sind, wenn wir gelangweilt sind oder wenn wir ignoriert werden. Being ignored ist das Schlimmste von denen für mich. Okay, wollen wir am liebsten vertrauenswürdig sein, gemocht werden? Oh, es gibt richtig viel hier. Ich möchte gemocht werden. Okay, okay, die Hutauswahl, der Hut spricht. Welches Haus? Hufflepuff, Hufflepuff, Hufflepuff. Gryffindor, nein! Wir sind der Main Character. Yo, es gibt etwas zu essen, ordentlich Nascher. Percy Weasley, der König von Gryffindor. Okay, und zuerst müssen wir zu Professor Flitwick und den ersten Zauber Lumos lernen. Ja, und dann können wir halt mehr sehen. Oh, dann bin ich endlich meine Kontaktlinsen los. Ich glaube, die spielen uns einen Streich jetzt. Weil er sagt, wir sollen jetzt den Big Boys joinen. Ah, nee, doch nicht. Wir bekommen die Marauders Map. Und dadurch sehen wir ganz Hogwarts. Okay, das ist cool. Ah, und damit können wir fast traveln, wie wild. Okay, und jetzt haben wir hier die Map. Und die können wir mit Q öffnen. Und jetzt können wir hier auswählen, wo wir hinwollen. Hogwarts? Genau, in den Gryffindor-Raum bitte. Ja, und da können wir jetzt ganz easy fast traveln. Das ist so cool gemacht, ihr glaubt's nicht. Das ist er! Das muss er sein! Harry Potter! Das gibt's ja nicht. Und du bist Hermine Granger. Und das ist Ron Weasley. Auch einer der Main Characters. Und ich glaube, wir sollten erstmal die Quest hier von Ron machen, damit wir direkt in die Freundesgruppe kommen. Weil die erleben immer lustiges Zeug. Oh, er hat doch keine Aufgabe für uns. Die können mich doch hier nicht einfach in die Schule reinwerfen, ohne dass ich Plan hab. Wir sind auf dem Turm. Das war gar nicht meine Absicht, ehrlich gesagt. Also sieht cool aus. Vielleicht gibt's hier Loot. Und den gibt es. Wir haben eine Kiste mit... Es gibt diese Zaubererkarten, die man sammeln kann. Und es gibt insgesamt 50. Dazu haben wir eine Potion, mit der wir unter Wasser atmen können und ein Schwert. Ich wollte nicht nach Gryffindor, ich wollte nach Hufflepuff.
Ich habe mir nur die Beine gebrochen. Das ist es, oder? Charms Classroom. Hallo, kleiner Kobold. Professor Flitwick. Ja, ich würde gerne Lumos lernen. Warum sind eigentlich alle Hogwarts-Schüler so vorbildlich? Ich hätte schon dreimal dazwischen geredet und mich über ihn lustig gemacht. Okay, wir müssen eine Aufgabe machen, um das zu lernen. Aber wir müssen 5 Sterne in diesem Labyrinth finden. Das ist ja saucool. Viel Glück, sagt er. Okay, das kriegen wir hin. 5 Sterne in einem Labyrinth finden. Nichts leichter als das. Wir zeigen allen, dass wir besser als Harry Potter sind. Okay. Oh. Okay, hier sind immer wieder Anleitungen. Okay, wir sind auf dem richtigen Weg. Wie sick das aussieht. Okay, einmal nach links und dann straight durch und dann rechts und dann haben wir den ersten Stern. Hier muss er doch sein. Da ist er. Erster Stern. Ey, yo, ich bin nicht Super Mario, aber die Hälfte der Sterne Hammer. Und da finden wir Stern Nummer 4. Okay, einmal ganz rechts. Also geradeaus. Links, rechts, links, links. Kriegen wir hin. Dann müsste hier der 5. Stern sein. Wir haben ihn. Hallo, Kollege, wir haben es geschafft. 10 Punkte für Gryffindor. Let's go. Wir holen uns die Tabellenführung. Und danach geht es zu Professor Lupin zur Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ah, okay, dann halt nicht. Okay, wir gehen direkt in die nächste Klasse. Wir hasseln durch. Alles, was ich in der richtigen Schule versäumt habe, mache ich hier besser. Das hier ist Verteidigung gegen die dunklen Künste. Das sehe ich doch von links. Mit links, keine Ahnung. Willkommen bei Verteidigung gegen die dunklen Künste. Wir brauchen keine Bücher, sondern nur unseren Zauberstab. Das ist schon mal gut, das gefällt mir. Damit können wir Gegnern schaden und das ist gut. Okay, und wir haben hier so Ziele, die müssen wir abschießen damit. Und so kommen wir dann immer weiter. Das ist sehr cool. Also, wir wählen den aus. Stupefy oder so, keine Ahnung. Boots. Oh, damit können wir schießen. Okay, hier sind die Ziele, das treffen wir doch easy. Zack, zack. Und dann drehen sich hier die Statuen um, wie wild. Und der Kollege bitte. Bautz. Boah, und jetzt öffnet sich hier die Treppe. Wie wild, wir können weitergehen. Okay, das wird schon ein bisschen schwieriger. Oh mein Gott, das ist voll schwer, weil das so Verzögerung hat. Oh, jetzt haben wir es getroffen, sehr gut. Boah, jetzt haben wir einen Lauf. Komm, der da hinten auch. Boah, easy. Ja, das ist voll schwer. Jetzt, wir haben's. Und hier haben wir so einen Brunnen und damit können wir unsere Zauberstab-Power wieder auffüllen. Warum geht das nicht? Müssen wir die in der richtigen Reihenfolge machen, oder was? Okay, also der hat, glaube ich, funktioniert. Genau. Dann vielleicht der hier? Okay, der. Ah, oh, hier steht die Reihenfolge auf der Tafel. Also dann der und der Kollege hier, bitte. Wow, und da öffnet sich die Zugbrücke für uns. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen Jump'n'Run machen. Dann das da hinten, treffen wir das von hier? Ja, tun wir, easy. Wir müssen die Dinger benutzen, um uns die ganzen Platten überhaupt... Oh, die fahren dann wieder ein, okay. Das ist wirklich gefährlich. Okay, gut, wir müssen erst das hier öffnen und dann das. Und dann können wir da so rüberspringen, glaube ich. Okay, kriegen wir hin. Wir machen das hier, zack. Dann springen wir da hoch, dann das hier, zack. Ding ist aktiviert und jetzt können wir hier so rüber mit ein bisschen Skill. Easy. Wo sind wir jetzt hier? Hier haben wir wieder eine Aufgabe. Ah, ne, das reicht schon. Er sagt, gut gearbeitet. Danke. Oh, ne, müssen wir jetzt gegen Gegner kämpfen? Das wäre krass. Er sagt einfach nicht nervös sein. Mann, ich bin, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt und du lässt mich hier alleine durch den Keller laufen, wo ich easy sterben kann. Was ist das für ein Schrank? Der Schrank macht mir Angst. Der sagt immer viel Glück, Mann. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich dachte bis vor ein paar Tagen noch, ich wäre ein Muggel. Was passiert, wenn wir die Dinger abwerfen? Ich schieße erstmal die Dinger ab. Keine Ahnung, was das bedeutet. Wo sind die Gegner? Oh, da ist er. Batz. Oh. Hilfe, warum ist er so gut? Oh, wir haben ihn. Ja, sieht ziemlich blöd aus für dich jetzt, ne? 3 Wellen müssen wir schaffen, okay. Hilfe, Professor Dingsbums. Ich habe das nicht unter Kontrolle. Der eine hat seinen Kopf verloren. Sein Kopf verloren, macht trotzdem weiter. Oh, jetzt. Jetzt nehmen wir sie auseinander. Okay, erste Welle hier ist noch ein Arm. Erste Welle geschafft. Easy. Das sieht aber gar nicht gut aus. Meine Zauberkraft ist leer. Nein, wir sind langsam. Oh, wir brauchen Zauberkraft. Oh, komische Spinnen, kleine Spinnen. Die sind verdammt stark. Okay, haben wir. Alles gut. Und die können wir auch looten. Was hat sie uns gedroppt? Ein Augenball. Nein, hallo. Hallo, letzte Spinne. Wo bist du? Und easy. Sie ist down. Zweite Welle auch geschafft. Lass mich in Ruhe, Mann. Ich bin der Auserwählte. Ich würde in Gryffindor genommen. Nur coole sind in Gryffindor. Nun aber flott. Das ist gar nicht so einfach. Dann den Bre und den noch. Letzter Bre. Das kriegen wir hin. Komm, du hast keine Chance. Warum hältst du so viel auf? Ist aus. Wir haben's.
Let's go! Wir haben alle Wellen geschafft. Professor Lupin, bist du stolz auf mich, Papa? 15 Punkte für Gryffindor! Wir steigen auf in die Bundesliga. Oh, als nächstes eine Runde Tränkekunde mit Snape. Da habe ich ja gar keine Lust. Naja, also seid mir nicht böse, aber das kann ich mir jetzt nicht antun. Wenn ihr allerdings wollt, mache ich gerne noch einen zweiten Part. Und da spielen wir dann länger und machen das ganze Ding. Und vielleicht spielen wir auch das erste Mal Quidditch. Das bedeutet, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich jetzt wie immer sehr über ein Like und ein Abo freuen. Und ihr könnt auch sehr gerne mal kommentieren, für welches Haus ihr euch entscheiden würdet, wenn ihr wirklich in Hogwarts leben würdet. Wie gesagt, bei mir wäre es Hufflepuff. Ich weiß, unpopular opinion. Trotzdem danke an jeden von euch fürs Zusehen. Wir sehen uns dann am Samstag wieder. Vielleicht ja schon mit dem zweiten Part, wenn euch das Ganze so gut gefallen hat. Und haut rein. Ciao.